Die EVG-organisierten Beschäftigten bei der Hessischen Landesbahn befinden sich seit Mitte Dezember in einem unbefristeten Streik. Hintergrund: Bereits seit Ende 2021 ziehen sich die Verhandlungen über einen neuen Tarifabschluss. Der Arbeitgeber mauert und spielt auf Zeit. Höhepunkt des Ausstandes war im Januar eine lautstarke Demonstration vor der HLB-Zentrale in Frankfurt-Main. Die Botschaft der Streikenden sollte den Arbeitgeber erreicht haben. Die Botschaft ist eindeutig. Unsere Kolleginnen und Kollegen, die sich im Streik gerade befinden, haben hier nochmal kundgetan, dass sie von einem fairen Arbeitgeber auch faire Tarifverhandlungen erwarten. Nicht er legt fest, wer Tarifverträge macht und welche Gewerkschaft in seinem Haus Tarifverträge zeichnet. Das entscheiden die Mitglieder. Und wir als EVG, glaube ich, sind da die richtige Wahl und haben auch durch die Demonstration heute bewiesen, dass wir nicht locker lassen werden. Und wir auf alle Fälle wieder zurück an den Verhandlungstisch wollen. Die Hessische Landesbahn ist ein öffentliches Unternehmen. Als öffentlicher Arbeitgeber hat sie eigentlich eine Vorbildfunktion. Und es kann einfach nicht sein, dass die Kolleginnen und Kollegen der Hessischen Landesbahn, die ein Rückgrat der Verkehrswende sind, weit unter Branchenniveau entlohnt werden. Wir sind ja nicht irgendein Verein. Ja, wir sind die EVG und mit uns da in Augenhöhe zu verhandeln, ob es passt oder nicht. Ich bin richtig stolz, dass wir als EVG-Familie unsere Kolleginnen und Kollegen heute der Hessischen Landeseisenbahn unterstützt haben. Mit so vielen Kolleginnen und Kollegen aus wirklich ganz verschiedenen Eisenbahnen. Und es gibt wirklich Kraft und Mut. Alle stehen hintereinander, egal von woher und was wir tun. Wir sind alle jetzt HLB. Die HLB hat es in der Hand, wie es weitergeht. Die Verantwortung dafür trägt allein die Geschäftsführung. Also wenn das heute in Salzmann und Vasalle nicht beeindruckt hat, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Ja? Aber dann sieht man erst recht, mit wem der klüngelt. Ja? Also das Aussitzen wird er nicht schaffen. Und wir brauchen lange Atem, das ist uns alle klar. Meine Prognose ist, ich habe keine. Ich weiß nur eins, wir werden gewinnen.